Auf dem Maisacker von meinem Onkel, der liegt genau zwischen Regierungsbezirk Oberbayern und Schwaben. Hier haben wir jetzt die letzten Wochen Gülle ausgebracht. Hier habe ich dann mit der Scheibenecke eingearbeitet. Noch dazu habe ich dann mit der Kreisecke den Boden bearbeitet, damit der Mais ein weiches Saatbeet hat. Und jetzt wurde vor gut 1,5 Wochen der Mais gelegt. Ihr seht es hier auch schon. Die Maiskörner, die keimen schon. Also der Keimling kommt jetzt raus. Das konnten wir alles trotz Corona ganz normal durchführen. Da hat es überhaupt keine Einschränkungen gegeben. Also es konnte ablaufen wie die letzten Jahre. Jetzt würde mich aber interessieren, wie schaut es bei anderen Bereichen aus, zum Beispiel der Metzgerei Rupp aus Gachenbach, der Gasthof Wagner aus Untergriesbach, dem Daniel Kassel, der ein Hühnermobil betreibt, und dem Markus Drexler, meinem Kollegen beim Bayerischen Bauernverband, und zum Schluss noch der Judith Schmuttbauer vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Wie ist bei euch die Lage? Wie habt ihr mit den Auswirkungen von Corona zu kämpfen? Läuft alles nach Plan oder gibt es Veränderungen? Und das würde mich interessieren. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, mir ist wichtig, dass er auf Essen aus Bayern setzt, weil nur mit Essen aus Bayern unterstütze die bayerische Landwirtschaft. Also macht es gut und bis bald. Servus.